Welcome. Gabi Soul ist unser Gast heute. Sie ist und das als Journalistin, ja, ist aus Berlin, freie Autorin, und zurzeit schreibt sie ein Buch über Fado. Sie ist eine Weltbürgerin, auch one of us. So. Wir freuen uns, dass Sie zu unserer Sendung treu geblieben sind. Die Sache heute mit Gabi Soul. Wir haben ein Thema, das Correctness, das ist ein englisches Wort, das Correctness in der Politik, Gesellschaft und so weiter und so fort. Das politische Correctness. Nun, wenn wir von beiden Seiten, auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn man sieht, was heute zurzeit ist, zwischen Republikanern und Demokraten, wie sagen die Franzosen? Tous les coups sont permis. Les coups d'en bas et d'en haut. Also, alle möglichen Schläge notwendig sind. Hm? Auch sagt man, es ist unglaublich in der digitalen Zeit, was daraus kommt. Sogar in den USA. Kann man nicht glauben. Dennoch, das ist die Frage mit politischer Korrektheit. Ist es auch so in Europa? Darf ich fragen zunächst. Das, wie schaut es in Europa? Ich finde, das, was dort in den USA passiert, ist nicht wie hier in Europa die Lage ist. Nein, und wir haben uns in der Taz gefragt, ob wir jetzt am Rande unseres Verstandes herumtingeln oder ob Amerika komplett verrückt geworden ist. Ich habe eine Zeit in den USA gelebt, ist allerdings lange her, Anfang der 80er Jahre. Und dieses Land heute erkenne ich eigentlich kaum noch wieder. Was wir in der Taz diskutiert haben immer wieder, ist, ob Trump ein Symptom ist für eine vollkommene Veränderung des Politikverständnisses, wie wir es eigentlich bisher kannten. Da werden ja jetzt Dämme gebrochen an Vulgarität, an Schlammschlachten, an Beschimpfungen. Und man hat zwischendurch das Gefühl, das ist eigentlich keine Politik mehr, das ist reiner Showbusiness. Und die interessanteste Analyse, die ich bisher kenne, kommt aus der Linken in den USA, die befürchtet, Trump ist eigentlich nur ein riesiges Versuchsmonstrum-Kaninchen. Er ist nur ein Vorläufer für eine ganz andere Person, die bei den nächsten Wahlen spätestens kommen wird oder wenn aus anderen Gründen Neuwahlen stattfinden müssen in ein paar Jahren, das wissen wir nicht. Vieles läuft auf kriegerische Vorbereitungen hinaus. Das heißt, wir wissen gar nicht, wenn Clinton gewählt wird, ob sie wirklich die gesamte Legislaturperiode als Präsidentin tatsächlich dann arbeiten wird. Kein Mensch weiß, was passiert. Und diese Unberechenbarkeit und das, was Trump losgetreten hat, man könnte eigentlich sagen, die absolute Hässlichkeit des Gesichtes des weißen Mannes, der sein Territorium unbedingt bewahren will, vor allem, was denn aus irgendeiner anderen Kultur herbeikommen könnte, dieses Gesicht, das wir da jetzt gesehen haben und leider immer noch ertragen müssen, hat vielen Aufwind gegeben, die vorher sich nicht getraut haben, wirklich zu sprechen. Und wir haben früher geglaubt, dass Political Correctness etwas ist, was die linke Bewegung sich erkämpft hat. Dass es wichtig ist, Frauen, Minderheiten ernst zu nehmen und auch in der Sprache zu respektieren. Dass es wichtig ist, Rassismus zu benennen und auch herauszufinden in der Sprache, wo viele von uns Weißen neigen zu verinnerlichten Rassismen oder zu sublimen Rassismen. Und nun hat man das Gefühl, all das ist Geschichte, ist weg vom Tisch. Und was wir jetzt erleben, ist eine Zeit, in der die Leute wieder kommen und sagen, ich bin stolz auf mein Vorurteil. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, dass ja Bush hat
Obama zur Welt gebracht. Könnte man das sagen? Weil die Probleme, die Bush gehabt hatte, muss dahin führen, dass ein Obama kommt, damit Irak beendet wird und so weiter und so fort. Und wir merken das, ja, 8 Jahre der also Obama-Administration hat hingeführt, dass die Vorherrschaft der Weißen, White Supremacy, die sagen, zur Zeit, wenn man sieht in den USA, Obama hat es ermöglicht, das was die Leute nicht bemerkt haben, dass Leute, die man als Menge, Quantité negligeable, Puerto Ricaner, und so weiter, die sind die arbeitenden Leute, die sind fast in allen Bereichen, auf der Universität, dies und jenes und so weiter. Dass die jungen Leute, Weißen, die von Europa gekommen sind, die immer geherrscht haben, die sind bedrängt worden. Und da ist es die Emotion. Egal, wir müssen einen haben, der von uns ist. Das ist der Trump. Da haben sie richtig paraphrasiert, dass sie gesagt haben, dass, Chuck, 8 Jahre sind genug, Nostalgie von White Supremacy muss herkommen, egal wie. Wir merken, dass es nicht geht. Die Welt ist anders geworden. Und das ist aber dort, auch in Europa hier. Wenn ich sehe, das Gespräch zwischen Lavrov und John Kerry, es ist so, dass wir in einem Kalten Krieg schon befinden. Es hat nicht dort angefangen, lieber Gabi. Es ist so, dass er Putin begriffen hat, das, was Gorbatschow und Co. begonnen haben, keinen Sinn hat. Nur die Macht reguliert, entscheidet, wohin man geht. Also die Geopolitik spielt eine Rolle. Putin hat sowieso eine Politik gehabt, dass Europa muss dazu zahlen. Und das ist in Wirklichkeit die Immigration, so Massenmigration als Politik, als Drohung, was Europa heute erlebt, ist nicht die Frage, die die Immigranten aus der südlichen Hemisphäre verursacht haben. Das ist eben die Widersprüche, vor allem im Sicherheitsrat, dass die beiden Supermärkte nicht zueinander kommen können, einerseits, und auf der anderen Seite, so dass Putin eine Korrektur zur ehemaligen Weltordnung. Mit anderen Worten, ich möchte kurz eben mich fassen, dass die ehemalige Weltordnung des Nationalstaats, sogar die UNO als solche, ihre Aufgabe erfüllt hat, dass man eine andere Weltordnung erreichen muss. Das heißt, die Frage Demokratie, die Frage der Klarheit und so weiter und so fort. Die Hegemonie von beiden Supermärkten ist nicht mehr aufzuhalten. Und wir riskieren einen dritten Weltkrieg, langsam, wenn man sieht, was jetzt da läuft, in Polen und Grenzen. Und also beide Seiten und Grenzen, so würde ich sagen. Wir müssen wissen, wohin das läuft. Ich möchte nur damit sagen, ob Europa, hier, wo wir da sind, eine Alternative dagegen hat. Eine Alternative, wie es wird. Gibt es eine europäische Politik zu diesem Drang, das man sieht? Es ist langsam gefährlich. Ich glaube, es ist sehr gefährlich. Ich kann jetzt hier nur für mich persönlich sprechen, weder für die Zeitung, für die ich arbeite, noch für das Land, aus dem ich komme, Deutschland, sondern wirklich nur als Gabi Sohl. Ich persönlich befürchte, dass wir in der Tat auf Zeiten hinzuarbeiten, die den Traum von Europa begraben. Die Frage ist jetzt, wie wird dieser Traum begraben oder bleibt noch etwas über? Und ich habe gerade gestern hier in Wien mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen
Und es gibt auch durchaus Utopien, die sagen, eigentlich brauchten wir eine Republik Europa. Aber das scheint ein großer, großer Traum zu sein, noch viel größer als diese wirtschaftliche Euro-Union, die wir haben. Eine Republik Europa? Föderative? Das gefällt mir, ja. Das wäre, also da gibt es Menschen, die darüber nachdenken. Es gibt auch ein Buch, das so heißt, Republik Europa. Ulrike Gaino, ich habe den Namen zum ersten Mal gestern gehört, also das heißt, ich habe ihn nicht mehr genau im Kopf, aber dieses Buch heißt tatsächlich Republik Europa. Die Frage ist nur, wer wird das noch unterstützen? Weil so viel zu Bruch gegangen ist an Hoffnungen und diese Union aufgebaut wurde auf einer komplett gezinkten, verlogenen Politik. Man wusste, dass Griechenland, lange bevor es wirtschaftlich zusammengebrochen ist, nicht in der Lage sein würde, die EU-Maßstäbe wirtschaftlich zu erreichen. Man hat aber trotzdem Griechenland haben wollen, nicht zuletzt, und das sehen wir ja jetzt in der ganzen Flüchtlingskrise. Griechenland hat eine große Bedeutung für Europa als Festung, wie es jetzt tatsächlich aufgebaut wird, mit der Hilfe von Erdogan, der sich immer mehr zu einem wahren Diktator entwickelt. Man hat auch früher mit Gaddafi zusammengearbeitet, der vieles am Anfang seiner politischen Laufbahn erreicht hat für Libyen. Libyen war das eigentlich wohlhabendste Land im nordafrikanischen Raum und er hat dann aber irgendwann, wie alle Machthaber, die zu lange an der Macht sind, hat er einen Größenkoller bekommen und hat sich zu einem Diktator entwickelt, der seine eigenen Landsleute eingekerkert hat und gefolgert hat. Aber man hat ihn genommen, Entschuldigung, den Satz noch, man hat ihn hofiert, obwohl er Diktator war, solange er geholfen hat, die Flüchtlinge außerhalb von Europa in Libyen aufzuhalten. Und, sowohl Gaddafi wie also Saddam Hussein waren in ihrer Weise Stabilisatoren. Und Sarkozy und also Cameron haben also, mit der Logistik der Vereinigten Staaten haben so gemacht, dass Gaddafi weggeht, weil er eine Politik hat. Aber in Wirklichkeit, es war immer ein Hinterkopf mit Lokabe. Gaddafi, die haben sich gefreut, auch als großartigen Politiker zu sein, so dass sie Gaddafi ermorden lassen haben. Und damit haben die, was man im Fußball sagt, ein Goal. Die haben ein Tor gemacht. Und wir wissen, das Problem bis heute ist nicht zu lösen mit der Massenmigration, aber darüber können wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang reden. Das ist dasselbe auch mit Saddam Hussein. Saddam Hussein war ein Garant für die Stabilität in dem Rahmen des Nationalstaats Politik sozusagen. Nun mit der Zeit merken wir, dass die Nationalstaatlichkeit als solche für Europa, sagen wir, dass die Hoheitsgrade, wie man seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass diese Logik ihre Aufgabe erfüllt hat, dass sogar Deutschland nicht mehr in der Lage ist, in der globalisierten Welt Probleme Deutschen eine Antwort darauf zu geben, wenn Europa nicht zusammen ist. Ich freue mich so sehr, dass Sie gesagt haben, Republik Europas. Und das ist auch gut für uns. Als Traum? Ja. Also ich persönlich halte das für in der heutigen Zeit für unmöglich. Aber als Traum finde ich das sehr ansprechend. Es ist nicht nur, ich sehe es als Politik, ich erinnere mich ja an, er ist inzwischen gestorben, es war Ulrich Beck. Mhm. Das ist ein Deutscher auch, der einen ganzen politischen Traum gehabt in der Richtung. Nun, wie uns die sozusagen im Nachhinein aus freien Stück nach Europa gekommen sind, wir wurden uns sehr an eine
föderalistische Europa beruhen, als Gewalt, um so zu sagen, nein, unser Recht und Pflichten soll so und so weitergehen. Weil diese nationalstaatlichen, sozusagen absoluten Souveränität des Staates, wie es sich erwiesen hat, jeder einzelne Nationalstaat Europas kann nicht die Lösung geben. Andere Mächte sind inzwischen imstande, Europa zu konkurrieren und so weiter und so weiter. Es geht nicht nur um Markt, es geht darum, dass man eine gewisse Balance schafft. Und die Balance, die geblieben ist, ist, dass Europa zusammenkommt. Deshalb finde ich diesen Traum, das ist ein schöner Traum. Ja, ich auch. Ich sehe nur die Schwierigkeit, dass so viel an Kränkung, Zurückstoßung und auch wirklicher Abschottung passiert ist innerhalb der europäischen Staaten, wo die osteuropäischen Staaten natürlich zu Recht gesagt haben, um zurückzukommen auf Griechenland, das von Anfang an die Bedingungen wirtschaftlich nicht erfüllen konnte, aber man wollte Griechenland. Man wollte nicht die osteuropäischen Staaten am Anfang alle wirklich integrieren. Das heißt, die Ost-West-Spaltung innerhalb von Europa, die existiert nach wie vor. Was auch existiert, ist eine Süd- und Nord-Spaltung. Ich war gerade in Portugal, schreibe ja auch über die Musik in Portugal und bin immer wieder entsetzt darüber, wie sehr mein Land Deutschland von dieser Krise letzten Endes auf Kosten auch gerade der südeuropäischen Länder mit profitiert. Weil wir sind Exportweltmeister, Portugal ist es nicht. Portugal war immer ein sehr armes Land und ist aber auch, ist Europa wohlgesinnt, wird aber ganz oft vergessen. Andere Länder sollen gar nicht wirklich teilnehmen. Ein Teil der Radikalisierung Erdogans in die wirklich gefährliche Diktaturrichtung hat damit zu tun, dass Europa, das westliche Europa, ihn eigentlich, mit Verlaub gesagt, wirklich, da fällt mir nur das gute deutsche Wort verarscht ein. Es wurde immer wieder suggeriert, ja, wir machen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, ja, wir wollen das langsam, aber sicher angehen. Und es war nie wirklich gewollt. Und das wussten natürlich auch die Türken. Und Erdogan konnte sich das dann auch wirklich zunutze machen und zu sagen, die wollen uns nicht. Und dann sagen sie natürlich, ja, es ist wegen des Islam und da ihr nun mal Muslime seid, das passt nicht wirklich ins Europa. Es war aber immer ein Teil auch der europäischen Geschichte. Nur dieses Nichtwollen der türkischen Nation als wirklich gleichberechtigter Partner innerhalb von Europa, während gleichzeitig in Deutschland zum Beispiel ein Großteil unserer Bevölkerung inzwischen aus türkischen Mitbürgern und inzwischen deutsch-türkischen Mitbürgern besteht. Ja, lieber Gabi, das ist eine Parallele, das ist sehr wichtig zu sagen und lassen es vielleicht im Dorf dieses von Ihnen gemeint, es ist sehr wichtig, was ich gesagt habe. Nun, gehen wir zu einem Problem. Bleiben wir im deutschen Raum. Ist Österreich sowieso im deutschen Raum, sagt man so? Österreich und Schweiz. Darum wird ja jetzt gekämpft. Was ist der deutsche Raum? Ja, gut. Das hat eine lange böse Geschichte, leider. Ist es so, dass, wie ich merke, dass der Mensch, den man im deutschen Raum meint, auch verfassungsmäßig gemeint ist, dieser Mensch ist nicht der Asylwerber, der Immigranten und so weiter. Nun, die Tatsache ist, dass, wie ich merke, dass Europa Designer in Ungarn, in Österreich, in Spielfeld und hin und her. Ich schätze sehr die Frau Merkel, dass sie gesagt hat, wenn man also im Norden, also in Berlin Mauer abgebrochen hat, sollte man nicht im Süden Mauer errichten. Aber wie geht es weiter an für sich? Europa der Mauer ist für mich ein Albtraum. Beinahe denke ich, dass ich hier einen Brief an Bundesverfassungsgericht schicken muss, dass dieser Zaun in das Spielfeld soll, ist gegen alle Grundrechte, die mit österreichischen
Fundament der Neutralitäten, alles, was man haben kann in diesem Land. Dennoch bleiben wir bei der Sache. Ich frage Sie, wir sind im Privatverhältnis. Eigentlich per Du, dann können wir das hier auch offiziell machen. Ist besser, gell? Ja, natürlich. Gut. Wenn wir Ehrlichkeit wollen für europäischen Politiker, eine Politikerin, müssen wir selber auch ehrlich sein. Ja, im Grunde genommen, lieber Gabi, ist es so, dass der Gesellschaftsvertrag des Volkes im Kontext des Nationalstaats ist ein Gesellschaftsvertrag der Menschen, die eine homogene Zusammenleben. Es sind die Homogene, die entscheiden, was, wohin und so weiter. Nun, heutzutage, durch die Entwicklung der Technologie und allem drum und dran, merke ich, dass diese Vergesellschaftung, diese Vergemeinschaftung überholt ist. Und nämlich, ich sage nicht überholt, sondern gehört, man muss erweitern, wie die Vergesellschaftung in der globalisierten Welt sein soll und aus diesem Grund, wie die Verfassung sein könnte. Also die Verfassung des Nationalstaats musste längst als, also etwas obsolet zu sein. Und so, dass man erkennt, dass ja, wenn ein Chinese oder der kulturelle Chinese da ist, sollte man ihn als Mensch betrachten. Und das, sowas muss auch in der Verfassung gehalten werden. Aber die Doppelwertigkeit, die vom Monotheismus kommt, dass man sagt, jeder Mensch ist gleich dem anderen, ist das nicht. Der Mensch, den man meint, ist eben der Mensch, ist also im völkischen Kontext. Und daher, in Europa oder woanders, haben wir Rechtsextremisten, die sich darauf beruhen, um ihre Vergesellschaftung immer als etwas, was notwendig wird, das Tag ist, ohne zu merken, dass diese Vergesellschaftung längst überholt ist. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass es stimmt als Gefahr, dass ich immer noch die Hoffnung habe, dass es noch nicht historisch überholt ist, dass es noch Möglichkeiten gibt. Und dass natürlich in unserem Grundgesetz zum Beispiel in Deutschland steht drin, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat. Das ist, glaube ich, wichtig, immer wieder zu betonen, egal aus welcher Kultur, und dass niemand benachteiligt werden darf aufgrund von Kultur, Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität, sondern dass jeder Mensch gleiche Rechte in einer Demokratie haben muss. Aber das, was du ansprichst, hat mich beschäftigt in der Vorbereitung für dieses Gespräch heute, weil ich vor einiger Zeit Giorgio Agamben gelesen habe, den italienischen Philosophen, und als Deutsche insbesondere sehr schockiert war, weil eine seiner Hauptthesen ist, dass er sagt, viele in Europa haben die Hoffnung, der Holocaust, der deutsche Nazifaschismus, diese Form von Lager, das war einmalig in der Geschichte, diese Vernichtungslager, und das wird es auch nie wieder, das kann es nie wieder, das darf es nie wieder geben. Und er ist auch der Meinung, dass es natürlich, dass es das auf keinen Fall wieder geben darf, aber er hat sehr vorausschauend, weil dieses Buch Homo Sacer, das ich sehr schätze, das hat er schon geschrieben 1995, bis es dann endlich übersetzt wurde ins Deutsche, hat bis 2002 gedauert. Dann gab es international großes, großes Interesse und dann verschwand das Thema aber wieder im Untergrund, aber im Schweigen. Lieber Gabi, wir merken doch, dass Europa der Räume, also des Gefängnisses, ja, ist wieder am Werk. Es gibt immer dort ein Zaun, ein Zaun und genau. So weiter. Und wirklich, deshalb komme ich ja auf ihn, wenn ich das ja, bitte. Können Sie ja ein bisschen lesen? Bitte. Das würde ich gerne machen, weil er konzentriert sich auf die Frage der Lager. Und es gibt ich habe einen kurzen Teil ausgesucht, der vielleicht für einige auch eine Motivation sein könnte, sich dem ganzen Buch und dem Denken dieses Philosophen ein bisschen mehr zu widmen.
Das Lager als Nomos der Moderne. Was in den Lagern geschehen ist, übersteigt den rechtlichen Begriff des Verbrechens dermaßen, dass man es oft einfach unterlassen hat, die spezifische juridisch-politische Struktur zu betrachten, in der diese Ereignisse stattgefunden haben. Das Lager ist schlicht der Ort, an dem sich der höchste Grad der Conditio inhumana verwirklicht hat, die es auf Erden je gegeben hat. Das ist es letztlich, was für die Opfer und für die Nachfahren zählt. Wir werden hier, in diesem Buch, entschlossen die umgekehrte Richtung einschlagen. Anstatt die Definition des Lagers aus den dort stattgefundenen Ereignissen zu deduzieren, werden wir uns vielmehr fragen, was ist ein Lager? Was ist das für eine juridisch-politische Struktur, die solche Ereignisse möglich macht? Und damit bezieht er sich natürlich auch auf die Flüchtlingslager, die es heute gibt. Das wird dazu führen, dass Lager nicht als eine historische Tatsache und als eine Anomalie anzusehen, die, wenngleich unter Umständen immer noch anzutreffen, der Vergangenheit angehört, sondern in gewisser Weise als verborgene Matrix, als Nomos des politischen Raumes, in dem wir auch heute noch leben. Die Historiker diskutieren darüber, ob die erste Erscheinung der Lager in den Campos de Concentraciones zu suchen ist, welche die Spanier 1896 in Kuba errichtet haben, um den Aufstand der kolonialen Bevölkerung niederzuschlagen. Oder in den Concentration Camps, in denen die Engländer zu Beginn des Jahrhunderts die Buren zusammengefercht haben. Entscheidend ist dabei, dass es sich in beiden Fällen um die Ausweitung eines mit einem Kolonialkrieg verbundenen Ausnahmezustandes auf eine gesamte Zivilbevölkerung handelt. Die Lager gehen also nicht aus dem gewöhnlichen Recht hervor und noch weniger, wie man hätte vermuten können, aus einer Verwandlung und Entwicklung des Strafvollzugsrechts, sondern aus dem Ausnahmezustand und dem Kriegsrecht. Und noch einen Satz, weil ich wirklich diesen Denker hoch inspirierend finde, um das zu verstehen, was wir gerade alle erleben, oder entweder als Zuschauer oder als Betroffene. Man tut gut daran, nicht zu vergessen, dass die ersten Konzentrationslager nicht das Werk des Naziregimes waren, sondern der sozialdemokratischen Regierung. Und sie haben 1923 nach der Ausrufung des Ausnahmezustandes nicht nur auf der Grundlage der Schutzhaft tausende militanter Kommunisten interniert, sondern in Cottbus Silo, also im heutigen Osten, auch ein, und das ist ein Originalzitat, der hat es auch in der italienischen Ausgabe auf Deutsch geschrieben, ein Konzentrationslager für Ausländer geschaffen, das vor allem geflüchtete Ostjuden aufnahm und somit als erstes Lager für die Juden in unserem Jahrhundert betrachtet werden kann, auch wenn dieses Lager damals offensichtlich kein Vernichtungslager war. Und ich finde diesen Hinweis hochinteressant, weil wir heute ein demokratisches Europa haben, das in einem Ausnahmezustand, der jetzt deklariert wird durch die Migrationsbewegung, neue Lager schafft und sich darauf einrichtet, dass einige oder etliche dieser Lager an den Grenzen zu Europa zu einem Dauerzustand werden. Ja, vor allem die Sauna, die man errichtet. Und wichtig dabei ist, man in der Lage ist zu realisieren, welches Gefängnis es ist. Und wir leben wie Fische im Aquarium. Die wissen nicht, dass sie wegen Zaun also in einem Lager leben. Nicht das, was sie aufoktroyieren an Immigranten oder so, was sie trauen zu tun, also sie haben das gesagt, politische Nomos, das ist auch ein richtiges Begriff. Du hast viele wichtige Dinge gesagt, wo ich eben bemerkt habe, dass er an sich um eine europäische Krankheit
Zusammenhang mit Raum und Lager auf jeden Fall. Und das Lager scheint wieder zu kommen. Nicht von hinten, aber von vorne. In Österreich, wo wir sind. Es ist auch aus Deutschland entstanden, dass man redet, was soll der Asylwerber? Bei euch sagt man Asylbewerber. Was sollen Asylwerber hier durch die Arbeit bekommen? Und man schlägt vor, dass er soll ein Erbe bekommen. Das ist unser Außenminister. Stellen Sie sich vor, ein junger Mann, der angefangen hat, mit 29 in die Politik, Hochpolitik zu kommen. Sicherlich, ich glaube nicht, dass er ist wie Lavrov oder John Kerry, das ein Bubel hat, noch windelt. Habe ich das gesagt oder gedacht? Politische Windel, das kann man sagen, auf jeden Fall. Er schlägt vor, er sieht nicht, dass es ein Goal. Ein Euro für Menschen, die aus Asylverfahren sind. Und die nennen das ja, es ist aus gemeinnützigen Geiten, so weit sollen das bekommen. Wo ist dann hier die Gleichheit des Menschen, wie es in der internationalen Konvention festgelegt hat? Jeder Mensch gleicht dem anderen. Und wenn man arbeitet in Österreich, warum sollte man ein Euro haben oder die hat jetzt aus Bund, Gemeinde und so weiter, sind zu der Einigung gekommen. Und sie streiten über 2,50 Euro oder 5 Euro. Das heißt, wie damals, ich meine, ich merke nur wiederholen, also etwas einholen, die Juden vor 70 Jahren, die sollten die Straßen putzen. Das ist aus dieser Gemeinnützigkeit die Konnotation bedeutet, dass die Arbeit, die die echte Österreicher nicht machen können. Sagen wir so, ich konnotiere es, echte Österreicher. Und es ist doch in Wirklichkeit eine Rückkehr des Faschismus, eine postfaschistischen Züge, dass Menschen, die anders aussehen, sollten im finanziellen und sozialen Leben einbüßen, dass die, sagen wir, für ein Euro die Stunde erleben können. Wo bin ich an für sie, frage ich mich. Wie ist das? Ist es diese Krankheit, faschistoide Krankheit, wieder da? Das ist die Frage an dich. Nein, da bin ich anderer Meinung. Also das so, sag es mir. Da bin ich ja gerade bei. Das würde ich auf keinen Fall faschistisch nennen. Und wir haben diese Gesetzgebung schon länger in Deutschland, 1-Euro-Jobs. Nun darf man dabei aber nicht vergessen, das klingt so, jemand arbeitet eine Stunde, bekommt 1 Euro auf die Hand und geht dann nach 8 Stunden nach Hause mit 8 Euro. Das stimmt ja so. Warum nicht eine Deutsche? Moment. Diese 1-Euro-Jobs werden in Deutschland Menschen bezahlt, die entweder Hartz IV oder Arbeitslosengeld beziehen, das heißt, die, deren Miete bezahlt ist und die fast 400 Euro an Krankenkasse, was eine große Summe ist, was viele Freiberufliche dir klagen können, was das bedeutet für freiberufliche Künstler zum Beispiel, ihre Krankenkasse selber bezahlen zu müssen. So, das heißt, dieser eine Euro pro Stunde kommt obendrauf auf eine Summe, wenn man das addiert. In Berlin, die Mieten steigen aus, das auch. Das heißt, wir haben Mieten, die sich zwischen 400, 500 Euro bewegen. Dann gibt es das Geld zum Lebensunterhalt, was fast 400 Euro beträgt für eine Einzelperson. Da sind wir schon bei 800 Euro. So, das wird gegeben nach viel Demütigung, nach viel Demokratie. Das ist das, was vom Sozialstaat, von der Absicherung jetzt übergeblieben ist. Auch das hat uns leider die Sozialdemokratie eingebrockt. Die hat Hartz IV eingeführt mit der Agenda 2010 damals. Aber wir dürfen nicht vergessen bei dieser 1-Euro-Diskussion, die auch Deutschen bezahlt wird, diese geringe Summe, dass das andere Geld auch finanziert wird, und zwar vom Staat und damit auch wiederum letzten Endes von Steuergeldern. Und dass die Diskussion darüber, was Flüchtlinge jetzt verdienen dürfen, für die Flüchtlinge in Deutschland im Moment die zweitrangige Diskussion ist, weil das Schlimmste ist, dass man ihnen gar nicht erst Arbeitsmöglichkeiten schafft, beziehungsweise ihnen den Weg in die Arbeit enorm erschwert. Das heißt, wir haben einen Satz noch, wir haben in der Taz auch darüber berichtet,
dass Flüchtlinge, die einen Praktikumsplatz hatten, der sie wirklich weitergebracht hätte, also weiter qualifiziert, die gut Deutsch sprachen, und man hat ihnen aus irgendeinem dusseligen, fein bürokratischen Grund hat es nicht zugelassen, dass sie sich weiter qualifizieren, und hat ihnen das verbaut. Und das ist im Moment für uns die größere Diskussion. Ansonsten haben wir einen Mindestlohn jetzt in Deutschland von 8,50 Euro. Das ist immerhin schon ein Schritt weiter. Und ich bin auch persönlich nicht begeistert von 1-Euro-Jobs, aber ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, es bedeutet nicht, dass die Leute nur diesen 1 Euro erhalten, sondern sie bekommen weniger, weil sie das andere abbezahlen wollen. Und vielleicht als Schlusssatz dazu, was ich glaube, das Schlimmste oder was eigentlich diese ganzen Diskriminierungen vorangetrieben hat, ist der Wechsel in unserem Verständnis von Sozialstaat. Heute wird Sozialunterstützung als Almosen gesehen, als etwas, wo ich mich schämen muss, wenn ich das brauche. Es wird nicht mehr als selbstverständliche Unterstützung gesehen, weil alle diese Leute, auch die Flüchtlinge, haben in ihren Ländern etwas getan. Die sind ja nicht alle als Flüchtlinge auf die Welt gekommen. Und sie werden auch in Deutschland, sie werden viel dazu beitragen, wenn man sie denn arbeiten lässt, dass das Land davon profitiert. Gabi, dort sehe ich eine gewisse Synchronisierung von diesen Krankheiten in diesem deutschen Raum. Sei es in Deutschland oder in Österreich ist es dasselbe. Ich merke einen Unterschied in Kanada. Wenn ein Mensch ein akademisches Studium gemacht hat und man kommt dort, die sind bemüht daran zu machen, dass ein Mensch seinen sozialen Standard verdient, wie er sich gehört. Hier, dort, wo Sie auch gesagt haben, im Voraus, nehmen wir das Beispiel mit unbegleiteten Minderjährigen. In Österreich hat man entschieden, ganz von Anfang an, dass die unbegleiteten Minderjährigen dürfen bezüglich Ausbildung und Bildung nicht dasselbe gestellt werden als die ansässigen Autochtonen Österreicher. Mhm. Dort sehe ich, dass die Beginn dieser Diskriminierung, um mindestens die anderen, also die Kinder anderen zu pervertieren. Und dann später kann man eine solche Maquillage machen, wie Sie gesagt haben, die haben diesen hier und so weiter. Heutzutage für ein Exportland wie Deutschland oder Österreich und so weiter, alles, was Sie getan haben durch die Geschichte, sehe ich, dass es notwendig ist, dass man überhaupt die Kinder, die von woanders kommen, diskriminiert werden sollten. Man sollte gleiche Chancen haben bei der Arbeit. Und wenn die Arbeitsstunde 15 Euro kostet, ich finde, Asylbewerber sollte auch diese Chancen haben. Und so, dass man mindestens, dass die Hoffnung, weil die Diskriminierung ist sowieso da in verschiedenen Einrichtungen. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass dort, wo die Asylanten leben, oder die Migranten, es gibt Schimmel. Es ist in derselben wie eben sozusagen die Ansässigen sind. Vergleichen wir ein bisschen mit anderen Staaten. In Paris allein, diese Banlieue und so weiter, die haben es kreiert mit solchen Konstellationen, dass ja, es ist möglich, dass man die Asylwerber diesen hier. Das heißt, die haben den Terrorismus kultiviert, um das zu wissen. Nun, ich merke in meinem Land, in Österreich, dass Mangel an Integrationspolitik und Mangel an richtiger Immigrationspolitik, sogar in richtiger Art und Weise, die schaffen, sie eliminieren die Jugendlichen, bevor sie geboren sind, sogar eigene Jugendlichen. Man kommt zur Welt, wie sagt man auf Englisch? Conquered in peacetime. Ist total besiegt. Und da, ja, und da
die Jugendlichen mit 16 Jahren, 17 Jahren und so weiter, sie erleben das Ganze, wie es kommt. Und vor allem jene, die aus der Immigration stammen, werden manchmal zu Aggression führen. So, ich wollte Ihnen dir sagen, dass das Klarheitsprinzip sollte erwertet werden, sogar für jeden, sogar nicht nur für die Ansässigen, wie es in völkischen Denken vorkommt, was eben kongruent mit Rechtsextremismus geht. Voilà. Natürlich, ja, also ich stimme dir da absolut zu. Ich sehe bloß zwei riesige Probleme auf uns zukommen. Zum einen ist es so, dass ein großer Teil der Asylbewerber, die kommen, in jedem Fall jetzt nach Deutschland, nicht unsere Sprache, die deutsche Sprache, in Deutschland sprechen kann bisher, dass es lange dauert. Ich lerne gerade Portugiesisch. Und es ist nicht so einfach als erwachsener Mensch für die Jugendlichen. Ja, ja, es hält fit, aber es dauert. Ja, 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 ja. Aber ich merke, wie schwer das ist als erwachsener Mensch, als Kind, Jugendlich, ist mir das super leicht gefallen, Sprachen zu lernen. Jetzt wird es schwerer. Das trifft für viele ältere Migranten und Asylbewerber zu. Die Jugendlichen lernen das relativ schnell. Aber wir haben in Deutschland sowieso die Tendenz, es sind gerade neue Studien rausgekommen, die sagen, die Schere in der Bildung geht weiter auseinander. Das heißt, wer heute aus einer armen deutschen Familie, jetzt reden wir nur über die räumlichen, autochthonen Deutschdeutschen. Wer aus einer deutsch-deutschen armen Familie kommt, hat gute Chancen, auch weiterhin sein ganzes Leben lang arm zu bleiben. Diese Tendenz gab es immer, da gab es, das hat man ja früher gesagt, Arbeiterkinder an die Unis. Das kommt jetzt wieder zurück. Wir hatten gehofft, wir haben da so viel erreicht. Aber wieder ist eigentlich aus der gehobenen Mittelschicht, der Mittelschicht selber, aber Oberschicht, diese Leute schicken jetzt viel mehr Leute an die Universitäten. Arme Leute sehen zu, dass ihre Kinder möglichst schnell anfangen zu arbeiten. Das ist im Süden von Europa noch viel extremer. Aber was dazu führt, dass wir die Gruppe der armen Ureinwohner, sage ich jetzt mal, haben. Und nun haben wir Zuwanderer, ob nun aus freien Migrationsstücken oder aus Asylgründen, die dazukommen und zum Teil gar nicht qualifiziert sind. Und du kannst Menschen nicht in einem Hauruck-Verfahren qualifizieren. Und vor allen Dingen kannst du sie nur dann qualifizieren, wenn du das wirklich ernst meinst. Dann muss man vernünftige Ausbildungswege zur Verfügung stellen, vernünftige Begleitung, gute Sprachkurse. Und Deutschland hat das schon vollkommen versäumt bei der sogenannten ersten Gastarbeiterwelle, als die Türken, die Italiener, die Griechen kamen, um die Drecksarbeit zu machen, um es deutlich zu sagen. Und dann aber gleichzeitig immer gehofft wurde, die gehen wieder. Und man hat sich nicht darum gekümmert, dass es Sprachkurse gab. Nun hat man daraus immer noch nicht wirklich gelernt. Jetzt gibt es zwar Sprachkurse, aber nun sucht man händeringend nach Lehrern und Lehrerinnen und plötzlich fehlt es da an Geld, weil es gibt ja Leute. Und die Art und Weise, wie unsere Bürokratie mit Krisensituationen umgeht, ist einfach himmelschreiend. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Ich glaube, das ist ein Problem von Bürokratien, auch in Demokratien, dass sie sich komplett verfransen in unnötigen Details, Formalitäten, Quälereien mit Papier, die alle quälen, auf beiden Seiten des Schreibtisches, und die dazu führen, dass Leute, die wirklich arbeiten wollen, Flüchtlinge auch, die arbeiten wollen, das Monate, manchmal jahrelang nicht dürfen. Und das ist meines Erachtens schlicht und einfach gesellschaftlich gesehen verrückt. Ja, aber Frau Gabi, wie stehst du zu diesem Europa des Gefängnisses? Des Gefängnisses. Zaun immer. Ich könnte in Deutschland nicht es gern haben, aber wir haben im Spielfeld einen Zaun, um euch zu warnen. Die Italien Zaun, in Calais Zaun, in Ungarn Zaun. Ja. Ich will das nicht. Nein, ich auch nicht. Deshalb habe ich Agamben vorgelesen. Ja? Ich spüre es. Ich mag keinen Zaun. Nee, ich mag auch keinen. Und Mauer mag ich noch weniger. Zaun kannst du noch umschmeißen. Mauer, schwieriger. Warum die... Deshalb denke ich, es ist nicht nur Zaun um Zaun, sondern es ist ein Beginn, ein Präfaschismus des 21. Jahrhunderts. Was sagst du dazu? Und ich stelle mir vor, dass eine Welt ohne Grenzen etwas Schönes ist.
Ja, aber das halte ich für einen noch viel größeren Traum. Und den werde ich in meinem Leben nicht erleben. Ich habe gar nichts gegen Traum. Ich liebe Träume. Aber ich bin auch dafür, dass wir uns ansehen. Im Moment haben wir meiner Meinung nach die Aufgabe, in der Realität ganz traumlos darum zu kämpfen, dass einige Menschen weiter leben können und überleben können. Und ich bin natürlich diese Zaun- und Grenzgeschichte, ich persönlich, ich komme aus der Philosophie, ich nenne das nicht faschistisch, weil dazu muss noch eine ganze Menge mehr passieren, sondern ich nenne das eine Abschottungspolitik, die dazu führt, dass ein privilegierter Kontinent versucht, sich davor zu schützen, dass die Armut, die unsere reiche Welt verursacht hat in den Kolonialkriegen, in den Folgezeiten, in den Handelsabkommen, die heute noch laufen mit afrikanischen Staaten, mit asiatischen Staaten, dass all die Armut, die wir in anderen Ländern zum Teil, nicht vollständig, aber zum Teil mit verschuldet haben als westliche Mächte, dass wir alles versuchen, um das, die Auswirkungen von uns fernzuhalten, auch die Klimaauswirkungen, die auf unseren Reichtum in der Technologie mit unseren 3 Autos pro Familie, all dieses ganze Zeug, was uns in der Konsumwelt hält, trägt dazu bei, dass die Welt Stück für Stück immer mehr so weit vergiftet wird, dass viele Menschen fliehen müssen. Ja, dennoch, deshalb muss man immer global denken. Nun, du hast gesagt, im Zusammenhang mit Trump, also Donald Trump, dass er ist nur eine Vorstufe von dem, was kommen wird, tatsächlich. Im Endeffekt muss man den Schmerz des weißen Mannes erkennen. Er ist verletzt, der weiße Mann. Er will nicht erfahren, was er den anderen angetan hat. Ja, vor allen Dingen auch nicht, was er den Frauen antut, immer noch. Also der Schmerz des weißen Mannes ist mir ehrlich gesagt ziemlich zweitrangig. Er attackiert nicht Hillary Clinton, er sagt, der Mann war noch schlimmer als ich. Das ist auch im westlichen. Das ist einfach fies und interessant. So kommt es vor. Noch aber in Europa haben wir bei uns ein Opfer und Strache. Und das ist so wiederum, ich habe gesagt, ein Ausdruck von postfaschistischen Ankommen. Und das ist dasselbe. Es gibt eine Konkordanz mit Trump, mit Marine Le Pen, mit Gerd und so weiter. Und bei euch dort mit AfD. Das ist der Raum. Der Raum ist the battle. Also ich glaube, ich habe das jetzt gerade so flapsig gesagt, der Schmerz des weißen Mannes ist mir eigentlich als weiße Frau manchmal wirklich egal, weil sie mir auf die Nerven gehen. Ständig sind die weißen Männer voller Schmerz am meisten in dieser Welt. Was da die Rechten, nein, es ist auch einfach Blödsinn. Das stimmt ja nicht. Also wenn du dir diese rechten Leute anguckst, auch die im Osten da rummarschieren, zum Teil haben sie recht in dem Punkt, wo sie darauf hinweisen, dass die Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit wenig Geld, gerade in den östlichen Ländern in Deutschland, da ist was dran, das stimmt. Ne? Also die leiden auch unter einer wirklich äußerst seltsam agierenden Bürokratie, die dann dazu führt. Woran leidet dir was, Mann? Du als Frau musst du wissen. Ich muss das wissen. Ich muss das dauernd ausbaden als weiße Frau, woran der weiße Mann, weil er dann über nichts anderes redet. Die weißen Männer sind genauso wie letzten Endes alle Männer natürlich darauf bedacht. Die Pygmäen? Die sind noch in Ordnung. Ich habe noch keinen kennengelernt. Aber die haben wunderbare Musik. Nicht nur. Auch als Mensch im Körper. Die können schon alles aufheben. Geistig, meine ich. Ja? Geistig? Oh. Okay. Das die mag sein. Also ich freue mich sehr, meine ersten... Die haben keine Ramphobie. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe noch nicht mit denen gesprochen. Nächstes ich Mal... dann bringe aber auch Gespräch... Genau. Entweder in Kamerun oder in Zentralafrika oder in Kongo. Da du merkst diese Leute. Die sind wunderbar. Ja, das glaube ich. Aber um das jetzt mal ernsthaft sich auch nochmal anzugucken, natürlich gibt es einen Schmerz des Verlustes der weißen Bevölkerung, weil die Machtfülle, die noch gar nicht so lange her ist, auch Portugal leidet immer noch darunter, dass es die Kolonien verloren hat. Nun könnte man ja sagen, jetzt hört mal auf, das liegt schon eine Weile zurück.
Der Schmerz, um den es hier geht, ist ein Schmerz des Machtverlustes. Und der wurde immer, und dazu neigen leider Männer aller Kulturen und aller Hautfarben und aller Nationalitäten, der wird sehr oft auf dem Rücken der Frauen ausgetragen, weil es so, ich habe mit etlichen Leuten in verschiedensten Ländern darüber gesprochen, und es wird gesagt, naja, es ist ja im Grunde genommen auch sehr einfach. Der Frust geht immer nach unten, Frauen sind in der Regel körperlich nicht so stark wie Männer. Das stimmt, die Frauen sind sehr zäh. Eine steht vor mir. Das ist anderes als genauso stark. Ich habe die Hillary Clinton. Er hat auch der Trump hat. Ich habe jetzt nur über die körperliche Stärke geredet. Und es ist einfach so, dass Gewalt, dass du immer Gewalt findest in den Familien. Und dass natürlich es meistens die Männer sind, die die Frauen schlagen. Und zwar auch massiv. Und die Kinder. Und das findest du immer nochmal potenziert in ökonomischen Krisen. Und dann wird gesagt, naja, jetzt muss man den armen weißen Mann entschuldigen oder in dem Fall auch den armen schwarzen Mann, weil der leidet ja draußen so sehr und er wird so ausgebeutet, so unterdrückt, er verdient immer weniger. Da muss er ja irgendwo seine ganze Aggression und Frust loswerden. Wo tut er das? Zu Hause, in der Familie. Und das ist ein weltweites Problem. Das gilt weltweit. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden wir auch gewisse Gleichheitsgedanken, die, um den Bogen zurückzuschlagen zur politischen Korrektheit, mit der wir angefangen haben, wenn wir davon reden, Frauen und Männer sollen gleichberechtigt wirklich sein, dann müssen wir dieses Gewaltproblem in den Familien, das müssen wir in den Griff bekommen. Und die Rechten sind die Ersten, die genau das auch fabrizieren, wie das geht quer durch alle politischen Lager und durch alle finanziellen Stufen. Das Fatale ist, dass viele der Rechten heute ein Gefühl von Ungerechtigkeit, das sie erleben, auf eine Art und Weise formulieren, die sämtliche Dämme bricht der normalen Gesprächskultur, wo Gewalt in der Politik plötzlich wieder ein normales, legitimes Mittel der Kommunikation sein kann. Ja, mir tut es leid, dass die Frau Clinton... Die Frau Clinton doppelt, sagen wir, Schlacht führt. Wie sagt man? Eine sexistische, sagen wir, männliche Kampf führt, dass man, sie muss sich legitimieren lassen. Und so weiter und so fort. Das ist schlimm genug und ich freue mich zu sehen, dass in England haben wir die Frau May und in Deutschland haben wir die Frau Merkel. In den USA werden wir die Frau Hillary Clinton haben. Dennoch, Frau Gabi weiß, die Frauen sind immer sehr als die Männer. Wir danken immer früh ab. Das heißt, die Frauen, und, aber eine Weltbild der Frauen stellt uns vor und es ist notwendig zu erfahren. Leider sind jetzt alle die drei Frauen, Merkel, Theresa May, Hillary Clinton, sind politisch überhaupt nicht auf meiner Wellenlinie. Hillary Clinton ist auch eine Verfechterin der Hawk-Politik der USA. Also sie ist, weiß Gott, kein Friedensengel. Sie ist, und Margaret Thatcher, die eine... Das ist neue Geschlechtlichkeit. Naja, da ist es vollkommen egal, wer in diesen Positionen sitzt. Da kann auch eine Frau, kann da keine komplett andere Politik machen als Männer. Und Merkel ist natürlich interessant. Und wir in der Taz, wir sind ja nun wirklich politisch mit Merkel weit auseinander, aber wir haben zwischendurch immer wieder sie auch verteidigt. Und wir waren sehr angetan, überrascht und auch sehr erfreut, als sie diesen, wir schaffen das und wir lassen die Leute, die dort zusammengeschlagen haben. Die hat alle Männer im Keller, geführt. Und vor allem diese Kolosse, Altmaier, oder wie ist es bei euch? Altmaier. Ja. Der hat sie geschützt. Das ist ein richtiger Mann. Das ist ein richtiger Mann. Das ist ein sehr dicker. Den habe ich persönlich mal getroffen. Der ist wirklich sehr dick. Ja. So, Dankeschön. Ich freue mich. Und lieber Zuhörer, die uns treu geblieben sind. Bis zum nächsten Mal. Das war Gabi Soul von Taz. Thank you. Bye bye. Ich danke dir.